Меня зовут Сергей Деревянченко, и моя команда Astana Arlans лучшая. Мы завтра это докажем. Ladies and gentlemen, making its way to the ring into the blue corner, Sergey Deryavchenko. Liebe Boxsportfreunde, Ihr Applaus für die blaue Ecke für Sergey Deryavchenko. Meine Damen und Herren, der Herausforderer für die rote Ecke im Team der German Eagles. Ich bin Jack Pascali und ich boxe für die German Eagles. Ich gebe immer 100%. Ich grüße MBC. Ladies and gentlemen, making his way to the ring, into the red corner for the German Eagles, Jack Pascali. Begrüßen Sie in der roten Ecke für die German Eagles den zuletzt ungeschlagenen Jack Pascali. Die Punktrichter dieser dritten Begegnung am heutigen Abend, meine Damen und Herren, Yasar China, Alan Roos und Mick Barsi. Geleitet wird dieser dritte Kampf im Mittelgewicht bis 73 Kilogramm vom Referee Andrew Caulfield aus Schottland. Mit diesem dritten Kampf, meine Damen und Herren, für beide Teams die Möglichkeit, am heutigen Kampfabend den Vorsprung vor dem gegnerischen Team zu erlangen, den ersten Punkt wieder nach vorn zu kommen mit einem 2:1. Beide Teams haben hier die große Herausforderung angenommen an diesem Abend in der Gruppe B der World Series of Boxing. Und noch nichts ist entschieden an diesem Abend, denn erst nach 5 Kämpfen wird das offizielle Abendergebnis in dieser 5. Woche der World Series of Boxing bekannt gegeben werden können und dann natürlich auch entsprechend im Ranking berücksichtigt. Wir kommen zum dritten Kampf, meine Damen und Herren. Zeigen Sie unseren Boxern, zeigen Sie unseren Athleten, dass Sie bereit sind für diese Begegnung im Mittelgewicht bis 73 Kilogramm mit Ihrem Applaus. Also, das ist das dritte Duell, das wir heute sehen. Und wir haben für Deutschland Jack Pascali vom MBC Ludwigsburg, der bislang 2 Einsätze hatte in der World Series of Boxing. Den ersten verlor er gegen die Ukraine, aber beim letzten, das war gegen die USA, da hat er mir sehr gut gefallen in Göppingen gegen William Williams. Den hat er mit TKO nach Hause geschickt. Das war eine klasse Vorstellung von Jack Pascali. Aber heute, da kämpft er gegen einen richtigen Giganten der World Series of Boxing. Das ist kein geringer als Sergey Deryavchenko. Das ist der Mann, der in bislang 15 Kämpfen in der World Series of Boxing alle 15 Begegnungen gewonnen hat. Darunter 4-mal vorzeitig durch K.O. Einer, der noch nie verloren hat in der World Series of Boxing. Und es wäre heute sicherlich eine Riesenüberraschung, wenn Jack Pascali hier diesem starken Ukrainer die erste Niederlage in der World Series of Boxing verpassen könnte.
Also Jack Pascali sicherlich der Außenseiter hier in dieser Begegnung. Zweimal deutscher Vizemeister 2011 und 2012, verlor immer im Finale gegen Denis Dadovan von Colonia Köln. Aber er ist ein Mann mit Perspektive. Er ist 22 Jahre alt, hat gute körperliche Voraussetzungen, 1,82 groß für diese Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Ungewöhnlich groß, schlank und trotzdem athletisch. Sein Gegner für Kasachstan, der Ukrainer Deverianchenko, ist 8 cm kleiner mit 1,74. Hat in dieser Saison zweimal gekämpft und zweimal gewonnen. Gegen Italien und gegen die Ukraine, gegen sein eigenes Land praktisch, musste er kämpfen am ersten Kampftag für Kasachstan gegen die Ukraine. Da schlug er Mitrofanov von den Ottomans aus der Ukraine. Dieser Ukrainer ist ein harter Brocken. Einer, der routiniert ist. Gerade in diesen Kämpfen, ihm liegt dieses Reglement. Ein guter, harter Schläger. Und das ist sicherlich eine hohe Ausnummer für Jack Pascali. Ah, gute Kombination. Er muss mitfighten, muss versuchen, seinen Gegner lang zu boxen, ihn auf Distanz zu halten und verhindern, dass der Ukrainer mit seiner guten rechten Schlaghand durchkommt. Gut gemacht von Pascali. Diese linke gebracht an den Kopf von Deverianchenko. Und die erste Runde ist rum. Hat sich gut aus der Affäre gezogen. Muss vielleicht noch ein bisschen aggressiver den Jab bringen, die Führhand. Und damit den Gegner auf Distanz halten. Valentin Szilágyi spricht auf ihn ein. Wir gucken hier nochmal in ein paar Wiederholungen aus dieser ersten Runde. Die ganz harten, klaren Treffer waren in diesen ersten drei Minuten noch nicht dabei. Das spricht eigentlich für eine gute Arbeit für Jack Pascali, auch wenn er diese erste Runde erwartungsgemäß gegen Deverianchenko verloren hat, abgeben musste mit 9:10. Und ich bin mal gespannt, was Valentin Szilágyi Jack Pascali mitgegeben hat hier in diese zweite Runde. Ja, ganz schnell der Jab von Deverianchenko. Immer wieder versucht auf der Innenbahn da durchzukommen, hat ein gutes Auge, lässt die linke baumeln. Die Boxer im deutschen Team, meistens mit der Doppeldeckung. Ah, schön mal der Aufwärtshaken von Jack Pascali. Gut gemacht. Er muss mitfighten, muss sich hier zeigen. Sich nicht verstecken und da kommt er ganz gut durch nochmal mit der Linke der Führhand. Und Deverianchenko hat dann auch seine Probleme. Gut, so muss er kämpfen, frech sein, sich behaupten, sich zeigen, sich nicht verstecken vor dem Routinier und dem Topfavoriten aus der Ukraine, der hier für Kasachstan kämpft. Guys,
Das ist sicherlich ein Punkt, den die Kasachen eingeplant haben. Dieser Deverianchenko ist eigentlich eine Bank für die Astana Arlans. Und er wird bislang seiner Favoritenrolle auch gerecht. Auch wenn Jack Pascali schon ein paar gute Szenen hatte. Ah, schwerer Treffer, den der einstecken muss. Und da muss er erstmal durchatmen. Muss nach hinten ausweichen. Versucht er ein bisschen zu klammern jetzt. Und so ein Treffer, den muss man natürlich erstmal wegstecken. Und da blutet schon ein bisschen die Nase bei Jack Pascali. Das war eben dieser harte Treffer mit der rechten, der Schlaghand von Deverianchenko. Ah, wieder eine gute Kombination des Ukrainers am Kopf des Deutschen, der jetzt aufpassen muss, nicht allzu viel zu harte Treffer einzustecken. Und er muss mitfighten, darf sich nicht nur hinter der Doppeldeckung verstecken, so wie jetzt, mal selber kommen. Und die Zuschauer stehen hinter Jack Pascali. Und wir haben eine gute zweite Runde gesehen, aber auch die dürfte an den Favoriten im Team von Kasachstan gehen, an Deverianchenko. Ja, wir sehen, da wird das Nasenbluten behandelt bei Jack Pascali. Der sieht noch relativ frisch aus, Deverianchenko. Und das, was ich vermutet habe, das trifft auch ein. Auch Runde 2 geht an Sergei Deverianchenko, den Topfighter aus der Ukraine in Diensten für Kasachstan. Hat im letzten Jahr ja den Titel geholt mit Dolce und Gabbana Mailand. Damals waren es ja noch Städteteams. Und nun der Wechsel von Italien zu den Kämpfern aus Kasachstan von Sergei Deverianchenko. Ja, arbeitet viel mit der Führhand der Ukrainer. Das müsste eigentlich auch Jack Pascali machen. Hat die längere Reichweite und müsste versuchen, den Ukrainer damit ein bisschen mehr unter Druck zu setzen, ihn ein bisschen auf Distanz zu halten mit der Führhand. Aber das ist natürlich bei so einem Klassenmann wie Deverianchenko leichter gesagt als getan. Ah, doch jetzt klar zu erkennen, wer Chef im Ring ist. Aber Jack Pascali, der muss gucken, dass er hier mitfightet, dass er über die Runden kommt und dass er wächst an seinem Gegner. Und da kommt er auch schon einen schönen Treffer nach dieser Links-Rechts-Kombination, landet seine Schlaghand am Kopf des Ukrainers. Das sind die Stärken von Deverianchenko, aber da kommt auch Jack Pascali durch. Ja, muss ich einfach nur trauen. Und das wird auch sofort honoriert hier im Kuppelsaal von Hannover. Die 1000 Zuschauer machen sofort Alarm, wenn Jack Pascali hier durchkommt. Thank you.
guys are home again. Ah, das sind Treffer, die Jack Pascali da einstecken muss, aber wieder kommt er ganz gut mit dem Aufwärtshaken durch. Obwohl das natürlich die Distanz ist von Deverianchenko. Und er kommt auch noch in der Schussphase zu ein paar Treffern und sollte auch diese dritte Runde für sich entschieden haben. Freude bei den mitgereisten kasachischen Zuschauern, die sich allerdings über nicht so viele Landsleute freuen können. Denn wie gesagt, nur einer aus Kasachstan im Team. Und das war der erste Mann, der Leichtgewichtler. Ali Bekov, und hier sehen wir noch einmal, auch in der Zeitlupe wird deutlich die Überlegenheit von Sergei Deribaschenko, der hier seiner Favoritenrolle gerecht wird. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Ich glaube, niemand hier hat vor diesem Kampf von Jack Pascali erwartet, dass er diesen Mann knacken wird. Er sieht so aus, als würde der im 16. Kampf der WSB seinen 16. Sieg einfahren. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Zwei Runden stehen noch aus und zwei Runden für Jack Pascali. Noch Zeit hier, sich zu steigern, sich ein bisschen weiter aufzurichten an diesem Top-Gegner aus der Ukraine. Ah, das ist auf jeden Fall ein Boxen, was die Zuschauer sehen wollen. Das ist Angriffsboxen. Das ist Gas geben über 5 Runden, a 3 Minuten. Und wir haben bislang, auch wenn der erste Kampf hier ja nicht gewertet werden konnte, wegen des Übergewichtes von Andreana, haben wir gutes, tolles, temporeiches Boxen gesehen. Und auch dieser Kampf macht keine Ausnahme, auch wenn die Überlegenheit von Sergei Deverianchenko doch zu groß ist. Aber Jack Pascali kämpft gut und tapfer mit. Und darum geht es natürlich auch für ihn hier, um Erfahrung zu sammeln. Und wenn er so einen Mann dann vielleicht in 2 Jahren mal bei den Europameisterschaften oder bei einem großen Turnier, vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft begegnet, dann ist er vielleicht ganz anders eingestellt. Und da haben wir auch gerade eben die Qualitäten von Pascali gesehen. Dieser schöne Aufwärtshaken. Da hat er Deverianchenko voll am Kinn getroffen. So etwas, das baut den Deutschen natürlich auf vom MBC Ludwigsburg. Das ist sein Heimatverein. Und die hat er auch im Spot vor dem Kampf gegrüßt. Deverianchenko ist vielleicht ein bisschen die Fahrt rausgenommen. Ah, das sind die Szenen, in denen der Ukrainer einfach eine Klasse besser ist in der Halbdistanz. Er hat einen harten, guten Schlag, aber Jack Pascali macht das eigentlich immer besser hier. Liefert auf jeden Fall einen guten Kampf und gibt sich nicht geschlagen gegen den übermächtigen Gegner aus der Ukraine, Sergei Deverianchenko. Also auf jeden Fall sieht es so aus, als könne Jack Pascali gegen Deverianchenko über die Zeit kommen.
Ja, das war diese schöne Kombination, das war dieser schöne rechte Haken an den Kopf von Demjanchenko. Und wir gucken uns das Scoring an und sehen, ein Punktrichter hat sich für Jack Pascali entschieden, der hier seine stärkste Runde bisher abgeliefert hat. Sergei Demjanchenko hatte so ein bisschen die Fahrt rausgenommen und das hat Jack Pascali ausgenutzt. Und zumindest auf einem Punktzettel lag er in dieser Runde vorne, wenn auch die klare Führung nach Punkten für Sergei Demjanchenko nicht mehr einzuholen ist. Also Jack Pascali müsste hier seinen Gegner schon mit K.O. auf die Bretter zwingen, wenn er hier noch eine Chance auf den Sieg haben will. Aber im Boxen ist ja alles möglich. Doch das ist in diesem Falle relativ unwahrscheinlich. Wir haben auf jeden Fall bislang einen tollen Kampf gesehen. Und Jack Pascali sollte diese fünfte Runde noch mal nutzen, um noch mal richtig Dampf zu machen und der Favoriten zu zeigen: Im nächsten Kampf wird es auf jeden Fall eine Ecke enger für dich. Ah, schöne Kombination, Jack Pascali. Der fightet mit, wird immer frecher. Und nun sieht sich auch Demjanchenko noch mal genötigt, etwas zu tun. Für den 5 Jahre jüngeren Jack Pascali hier nicht zu stark aufkommen lassen. Es ist auch nicht sein Stil, den Vorsprung nur zu verwalten. Er mischt hier gut mit. Und ist natürlich, was diese Art zu kämpfen angeht, einfach viel routinierter. Jack Pascali bestreitet hier seinen dritten Kampf ohne Kopfschutz und ohne Leibchen nach Profibedingungen. Und der Ukrainer ist in seiner 16. Begegnung dieser Art. Also das ist schon ein enormer Erfahrungsvorsprung für Demjanchenko. Die letzte Minute dieser guten Partie läuft. Auch wenn Jack Pascali hier den Sieg nicht mehr erzwingen wird, hat er eine gute Leistung abgeliefert. Etwas, worauf man aufbauen kann. Hat gegen einen der absoluten Top-Boxer der World Series of Boxing gefightet. Und so wie es aussieht, kommt er hier gut über die Runden. Hat auch ein paar schöne Treffer gesetzt und hat Herz bewiesen und sollte hier eine ordentliche Portion Erfahrung mitgewonnen haben, um vielleicht demnächst gegen diesen Mann etwas besser aussehen zu können. Kampf ist vorbei, 5 Runden sind rum. Kompliment, Chapeau an den jungen Deutschen Jack Pascali, auch wenn er hier klar nach Punkten verloren hat. In der roten Ecke für die Gastgeber, die German Eagles, Jack Pascali. Und damit erwarten wir das offizielle punktliche Ergebnis. Ladies and Gentlemen, we send the official scoring. Hier nach Punkten ist Demjanchenko nicht mehr einzuholen gewesen. Vielleicht gibt es ja noch mal so einen kleinen Fingerzeig für Jack Pascali, dass sich einer der Punktrichter für ihn entschieden hat in dieser letzten Runde. Und damit bitten wir beide Athleten in die Ringmitte zur Urteilsverkündung in diesem dritten Kampf. Ladies and gentlemen, the official decision of this third fight. Judge one scores the bout 45-50. Judge 2 scores the bout 46-49. Judge 3 scores the bout 45-50. Winner by unanimous decision, the blue corner, Sergei Demjanchenko.
Also, wir haben es gesehen. Zwei Punktrichter geben alle fünf Runden für Dovijatschenko. Und ein Punktrichter hat zumindest.